Hallo meine kleinen Zucker- und Zombie-Freunde und willkommen zu einer neuen Aufnahme mit den Juten Romiat hier in The War Z. Bin heute allein unterwegs, hat nicht so geklappt, wie es eigentlich klappen sollte, mit meiner besseren Hälfte, der eigentlich mit mir zusammen zocken wollte. Also dachte ich mir, komm, ziehen wir mal alleine durch ein bisschen durch die Gegend hier und machen eine kleine EP-Run-Runde, also hier unten in Rockyford. Und gehen praktisch nochmal auf ein paar, ja, ist Rockyford da unten, ich wollte schon sagen, ich bin ganz woanders, Themen im Allgemeinen ein. Ja, wird beim letzten Mal, beziehungsweise hatte ich des Öfteren jetzt schon die Anfrage, wie es aussieht, ob ich The War Z den Leuten gegenüber empfehlen würde, statt DayZ. Und ja, das ist allgemein so ein Thema, wo mir so nach der letzten Special-Aufnahme denn doch noch einiges einfiel als Vergleiche. So müsst ihr euch einfach vorstellen, ihr seid einfach ein theoretischer Mensch, der eigentlich andauernd Bürotätigkeiten gemacht hat, Einzelhandelskaufmann, was weiß ich nicht was, seid irgendwie arbeitslos geworden und euch würden denn praktisch auf einmal Handwerksberufe angeboten werden. Also der eine mag dann handwerklich begabt sein, der andere wiederum nicht. Also ist das hier auch War Z DayZ als Vergleich üblich. Geschmäcker sind unterschiedlich. Und ist auch gut, dass sie sind, weil würde jeder die gleichen Geschmäcker besitzen wie der andere, dann, naja, würde jeder das gleiche zocken irgendwie. Und wie gesagt, für mich persönlich ist es wiederum was anderes. Ich finde für mich War Z besser, weil die Engine einfach angepasster ist, die Menüführung und Co. Wo wiederum andere, die DayZ, Zocker im Großen und Ganzen sind wiederum sagen, hör mal, hast du eine Macke und ist doch viel einfach bei DayZ, wie du das gerade darstellst und keine Ahnung was. Deswegen halte ich mich da im Großen und Ganzen so neutral es geht hier für das Spiel und ja, hoffe, dass wir das denn soweit erstmal klären konnten. Wie gesagt, ich wollte nochmal ganz kurz auf das Thema intensiver eingehen, weil die Frage des Öfteren jetzt aufgetreten ist von Spielefreunden, gemeinsamen Zockern und Co. Und ja, jetzt im Allgemeinen zu War Z. Die Woche ist rum, ja, mit Sonntag, somit ist auch mein Urlaub rum ab Montag, beziehungsweise damit schon Montagmorgen, werde ich wieder meine Nachtschicht beiwohnen und wahrscheinlich nur am Wochenende aufnehmen können. Und mein nächster Urlaub wird im Großen und Ganzen erst im August sein, praktisch zur Gamescom-Zeit, wo ich wahrscheinlich aber auch dann intensiv auf der Gamescom unterwegs sein werde. Auch da werde ich noch gucken, mir irgendwie schnellstmöglich noch eine Kamera zu besorgen, zumindest eine gute, weil ich sonst gezwungenermaßen mit meiner kleinen Billigvariante rumeiern müsste. Und da müsste man dann gucken, ob die Aufnahmen im Großen und Ganzen überhaupt was werden. Aber werden wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir das Problem noch irgendwie in den Griff. Schauen wir da einfach mal. Ja, das Update. Da warten jetzt alle ganz gespannt drauf hier bei War Z. Ich hoffe jetzt auch, dass es gleich nicht wieder heißt, der Server wird geschattet in so und so viel Sekunden, sodass wir hier eine kleine Loot- und EP-Runde machen können. Jetzt wieder nur Rockyford, weil ich hier praktisch mit Mjaldi erst letzt ausgelockt habe und wir uns dann beim nächsten Mal nicht so intensiv suchen müssen. Darum gucken wir einfach mal. Wahrscheinlich wird es auch, wenn die Folge länger wie 20 Minuten werden sollte, in voller Länge dann auf YouTube erscheinen, weil ich da jetzt neueste Informationen bekommen habe. Nach umgewandelter Version kann ich bis 20 GB hochladen. Und das kann je nach Format ein Video sein, was 3 Stunden Länge hat oder eine Stunde, je nachdem, wie man es umwandelt. Werde ich mal gucken, was wir da zusammen bekommen. Also 20 GB stehen mir zur Verfügung. Das finde ich schon sehr, 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 sehr nice.
Schon eine ganze Menge. Habe ich vorher nicht gewusst. Deswegen habe ich auch bei meiner Special-Aufnahme bei Minecraft, wo es die 100. Folge erreicht hat, keine überlange Folge gemacht, sondern musste das in mehreren Teilen halt hochladen. Aber wenn das dazu klappt, tadellos, top. Ich glaube, damals war es noch nicht möglich. Da war irgendwie ein Cap von so und so viel Gigabyte gewesen, ganz, ganz gering. Und ja, aber sehr nice, gut zu wissen. Also YouTube macht sich im Großen und Ganzen. Ja, und ansonsten, was tut sich jetzt noch? Ich bin letztens mit Yaldi unterwegs gewesen nochmal. Oh, jetzt habe ich wieder einen Frosch im Hals, obwohl ich einen Bonbon im Mund habe. Entschuldigung dafür. Und da haben wir überlegt, was wir hier bei Wasi noch für Spökes anstellen können. Also wirklich irgendwelche Specials, wie wir ziehen los. Nur mit, was man auch im alltäglichen Haushalt hat, einem Küchenmesser, einer Taschenlampe und versuchen, eine Runde zu überleben. Also praktisch uns durchzukämpfen und alles das, was wir finden, so nach und nach den Charakter zu verbessern. Dafür würde die Größe der Karte hier reichen und würde sich ganz gut dafür machen. Da werden wir aber dann noch gucken, wie wir das im Großen und Ganzen umsetzen können. Und ja, schauen wir mal. Also jetzt hier, wie gesagt, eine kleine normale Loot-Runde. Rocky Ford, auch schon mal Entschuldigung dafür, wenn ich mich jetzt erstmal mal räusper. Entweder trage ich jetzt bald die ersten Symptome einer kleinen Erkältung schon wieder voraus, oder aber ich weiß es nicht. Ja, jetzt mal eine kleine Frage an die Community. Ich habe so unterschiedliche Aufnahmeprogramme, wo ich hier Let's Plays mit aufnehme und viele sind von Bandicam begeistert. Ich wiederum habe mit Bandicam derbste Probleme. So wollte ich letztens zum Beispiel ein Video aufnehmen, weil es in kleinen Formaten speichert, in aber trotzdem guter Qualität. Und man praktisch nicht groß umwandeln muss. Man könnte da auch einstellen, dass nach 20 Minuten diese Folgen denn zu Ende sind. Und praktisch das direkt auch bei YouTube hochladen zu können. Ja, bei mir ruckelte es, sowohl wie bei Minecraft, oh, was sind die denn her? Wie auch, hier, Warzy und Co. und Terra. Jetzt wollte ich euch fragen, ob ihr da Rat wisst, woran das liegen könnte. Also, ich sag direkt von vornherein, für Desktop-Aufnahmen, wenn man da irgendwelche Programme vorstellen will, läuft es tadellos, ohne Ruckel und Co. Wobei der Sound mir auch nicht gefällt. Wenn ich mir das so anhöre in der Aufnahme, dann höre ich es praktisch nur auf der linken Seite, nicht aber auf der rechten Seite meines Kopfhörers. Deswegen weiß ich da nicht so ganz. Und jetzt halt die Frage. Könnt ihr mir da irgendwas empfehlen? Ich habe verschiedene Codecs halt ausprobiert vom Programm selber hier, was an Bord ist. Aber bin da nicht wirklich schlau draus geworden, weil Besserungen gab es da nicht. Sondern eher Verschlechterung. Das Ruckeln wurde immer stärker, intensiver. Dass ich denn praktisch mir erstmal gesagt habe, wenn du mal vorhast, ein Programm vorzustellen, benutzt du Bandicam dafür. Ansonsten bleibst du weiterhin bei Fraps oder DxStory. Wobei ich sagen muss, DxStory ist zwar ein nice Programm. Jetzt mache ich ja noch praktisch Vorschläge für Programme, die ich halt benutze. DxStory ist halt super genial, weil es die Folgen nicht in gestückelten 4 GB aufnimmt, sondern direkt durchgehend und man praktisch nur schneiden muss, umwandeln fertig aus. Bei Fraps ist das ja ein bisschen anders. Da wird halt gestückelt aufgenommen, wobei da gibt es auch, glaube ich, eine Einstellung, wo man direkt durchgehend aufnehmen kann. Aber es für mich einfacher war, da jedes Mal die 4 GB Dateien hochzuschneiden und zu sagen, ja, so und so, bla bla, dann hast du so und so eine Folge zusammen und fertig aus. Und deswegen ist so mein Entschluss jetzt erstmal weiter bei Fraps geblieben, dass ich hier Warzy praktisch ohne großen Problem weiter aufnehmen kann. Kommt da irgendwo noch einer? Nein. Und erstmal dem Problem aus dem Weg gehen kann, es sei denn jetzt einer hat für euch oder von euch ein paar Ratschläge, Vorschläge, wie das mit Bandicam und Co. halt im Großen und Ganzen zu handeln ist. Das ist ein Chamlight, nehmen wir mal mit. So dass man sagen kann, ich steige im Allgemeinen auch auf Bandicam um,
weil es halt von den Formaten um einiges besser zu handeln ist. Wie gesagt, ich habe alle möglichen Codec- und Soundoptionen da ausprobiert, aber ja, es soll wohl nicht wirklich sein. Keine Ahnung. Ob es mir nicht gegönnt ist oder was weiß ich nicht was. Auf jeden Fall, es funktioniert nicht. So, nehmen wir schon mal gut Loot hier raus. Dosensuppe und so weiter. Immer gern gesehen, weil es ja auch heilt. Ist ein Haferbrei so das Nahrungsmittel Nummer 1 hier. Ja, das waren so die Infos dazu. Aufnahmeprogramm und Co. Was haben wir sonst noch? Ja, wir sind momentan ein bisschen mit den Gedanken im Freien, was wir euch sonst noch so anbieten können. Ich habe jetzt eine Seite gefunden, wo man praktisch auch alte Super Nintendo oder Nintendo-Spiele Let's Playen kann, sodass ich nicht gezwungenermaßen meine zusätzliche Box brauche, die ich mir für teuer Geld noch holen wollte. Wobei es da gar nicht. Boah, Entschuldigung, jetzt muss ich mich mal kurz husten und räuspern. So. Weil da könnte man auch PlayStation-Aufnahmen machen. Das kann ich jetzt zurzeit erstmal nicht, sondern nur die Nintendo-Sachen. Wie gesagt, da ist ja momentan so ein Hin und Her mit Nintendo, die da ja so eine Anspielung machten von wegen Let's Plays, dass sie praktisch die Einnahmen für die Werbung, die du im Allgemeinen bekommst, für sich einsacken, weil sie hier praktisch die Lizenz haben und bla und hopsasa. Meine persönliche Meinung ist dazu, wenn ich ein Let's Play Super Mario World zum Beispiel mache auf Nintendo und bla und hopsasa und tralala. Hier liegt eine Flinte, sowas habe ich gesucht. Sehr gut. Wie viel Schuss hat die? 4 Kugeln, okay. Und ich praktisch den Sound auf leise mache. So auch die Geräusche und keine Ahnung was. Dann, also beziehungsweise ich laber meine Stimme halt darüber. Ist oder haben die doch keinen großen Anspruch auf Sound und Co. Sondern ich habe meine Stimme drüber gesetzt, benutze im Allgemeinen, weil die Publisher ja gesagt haben, ihr könnt das machen, da haben wir nichts dagegen. Dieses Spiel zwar, aber setze meine Stimme drauf, dann könnten die mir doch eigentlich nichts. Das ist ja momentan auch so ein Thema. Viele Let's Player ein Hin und Her machen und auch ziemlich verärgert sind, was das angeht, weil von jetzt auf gleich immer was umentschieden wird und ja, es ist einfach nicht mehr schön. Da weiß man in Zukunft echt nicht mehr als leidenschaftlicher Zocker, wie man das Ganze handhaben soll. Und ja, ist eine traurige Sache. Aber da müssen wir leider, wie bei vielen anderen Sachen, abwarten. So auch das Thema mit der Telekom, die Leitung ja erdrosseln will, da wie praktisch beim Handy ein Datenvolumen anbieten. Und wenn dieses aufgebraucht ist, wird automatisch die Leitung gedrosselt. Ebenso ist es zurzeit ein Hin und Her, wie es aussieht mit YouTube, dass eine Extragebühr dann praktisch bezahlt werden sollte. So wie bei Xbox Live kann man das vergleichen, damit man überhaupt YouTube-Videos gucken kann. Auch eine Riesenfrechheit, also die versuchen da wirklich mit allen Mitteln Kohle zu scheffeln, wo nur geht. Und das ist echt sehr, sehr traurig. Werden natürlich viele sagen, ja, Telekom, ich bin ja eh nicht bei der Telekom, interessiert mich nicht. Ja, Leute, da sage ich schon zu, ich bin auch nicht bei der Telekom. Trotzdem wird euch das Thema interessieren, weil sollte die Telekom das so durchsetzen in 4, 5, 6 Jahren und das würde gut funktionieren, könnte es natürlich sein, dass Anbieter XYZ natürlich nachzieht und sagt, hör mal, Telekom macht das so, dann können wir das auch. Und das ist so das, was momentan praktisch der Dornen in der ganzen Geschichte ist, wo auch ihr euch mal Gedanken zu machen solltet und sollten solche Petitionen bzw. Umfragen stattfinden, ihr euren Otto darunter setzen solltet. Weil, wie gesagt, es kann
euch heute genauso treffen wie Telekom-User. Und das Ganze passiert manchmal ganz, ganz schnell. Und dann steht man da und fragt sich, hä, hat doch nur die Telekom angeboten, warum zieht mein Provider jetzt danach? Ne? Also nochmal drüber nachdenken und dann wirklich anfangen, sich Petitionen zu suchen, da seine Unterschriften drunter zu setzen, aber auch wirklich, wo ihr sicher sein könnt, das kommt an richtige Stelle, wird an richtige Stelle weitergereicht und da lohnt es sich. Ja, das waren jetzt praktisch so die Themen, die man in letzter Zeit großartig hier besprochen hat. Und wie ich eben sagte, Gamescom ist bald im Anmarsch. Da habe ich jetzt gesehen, werden die ersten Vorverkaufstickets schon bei Saturn angeboten. Beziehungsweise, ja, jetzt ab heute, ab Montag. Und auch auf der Gamescom-Seite kann man schon fleißig kaufen. Und auch da habe ich gesehen, dass ein Dauerticket, also praktisch von Donnerstag bis Sonntag, nur 33 Euro kostet. Und ich gehe davon aus, dass ich mir so eins kaufen werde, weil könnte sein, dass ich wirklich alle Tage mitnehme, die da angeboten werden. Ich habe eh Urlaub da und man hat es ja gerne, dass zum Beispiel Publisher, die am Donnerstag nicht da gewesen sind oder Freitag nicht da gewesen sind, denn Samstag auf jeden Fall da sind. Samstag deswegen, da haben alle frei, das wissen viele und da wird eine große Anreise gemacht und einfach munter drauf vorgestellt. Ja, und wie gesagt, ich freue mich richtig, richtig enorm auf die Gamescom 2013. Werde auch nicht alleine da sein. Ein paar Kumpel kommen mit. Das wird auf jeden Fall eine Mordsgaudi. Letzten Jahre ist jetzt ein oder zwei Jahre gewesen, wo ich nicht da war. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Musste ich leider praktisch immer absagen, weil mein Urlaub nicht so gesetzt werden konnte, wie ich es gern hätte, und zum anderen keine Leute mitkamen. Und ich bin nicht so der, der alleine gerne auf eine Messe geht, weil wenn das der Fall ist, dann latsche ich da nur drüber, ohne irgendwie großartig Infos mir an dem Stand einzuholen, sondern guck mir nur an, das ist eine Sache von ein, zwei Stunden, dann bin ich wieder weg. Wenn man Leute dabei hat, da bin ich immer für, kann man miteinander noch Spaß haben. Deswegen würde mich es freuen, vielleicht den einen oder anderen da auch anzutreffen. Und ich hatte mir schon überlegt, ob ich der Publik praktisch so eine Art T-Shirt anziehe, ich mir praktisch noch anfangen oder anfertigen lasse, dass man mich praktisch als Romiat Let's Player kennt. Oder aber ich vielleicht ein paar Tage vorher noch ein Video vorbereite, wo ich praktisch sage, hier, ich ziehe dies und das an und ihr werdet mich erkennen, oder einfach nur sage, Leute, die mich erkennen, sprecht mich an, werdet in meinen Beitrag, den ich dann machen werde, auf jeden Fall drin vorkommen, also praktisch eine Aufnahme mit euch zusammen. Hätte doch was, auf jeden Fall, also ich würde mich freuen. Und ich bin mal gespannt, wen ich so von meinen anderen Let's Player-Kollegen da treffen werde. Also dieses Jahr wird, denke ich, sehr, sehr, sehr groß Vorstellung sein. Ja, der neuen Konsolen, die jetzt praktisch alle published und praktisch groß angekündigt worden, ohne es drumherum. Und neue Spieletitel sowieso. Und ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr viel los sein. Größer wie letztes Jahr, denke ich. Wobei letztes Jahr es ja auch schon so gewesen ist, dass teilweise samstags die Messe dicht gemacht wurde, weil so ein Andrang an Leuten da gewesen ist. Sehr, sehr schade war. Da habe ich auch schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht irgendwie an Pressekarten zu kommen, beziehungsweise hier Publisher-Karten oder sonstiges. Aber das ist ja eine Sache, da muss man ein Eigengewerbe haben und ein Eigengewerbe besitze ich halt nicht. Und deswegen gibt's da auch keine Pre-Karten für irgendwelche Sonderregelung. Und ich bin praktisch als Besucher wie jeder andere auch da. Ja, aber da mal gucken, was auf uns zukommt. Wie gesagt, zwei Jahre nicht mehr da gewesen. Jetzt das erste Jahr wieder unterwegs. Und ich bin da echt gespannt. Mittlerweile darf ich auch stolz
sagen, dass ich genauso Let's Player bin, wie viele andere auch. Gehöre praktisch zu einer Community, was Jahre vorher nicht so gewesen ist. Und ja, das erfüllt mich schon ein bisschen mit Stolz, da bin ich ganz ehrlich, was das angeht. So, machen wir noch eine Runde hier. Weil das war jetzt einfach eine schnelle Runde. Oder es kam mir halt nicht so vor, weil ich hier die ganze Zeit gelabert habe. Weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, was hier Warzy angeht, sind es noch so einige Events, die uns so eingefallen sind. Umsetzung müssen wir noch diskutieren, machen und tun. Da werden wir einfach mal gucken, wie weit wir das im Großen und Ganzen machen können. Und wie uns die Mittel da praktisch für oder vom Spiel zur Verfügung gestellt werden. Hab mich jetzt auch ein bisschen informiert, wie das praktisch mit Bild in Bild so weit läuft. Ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Deswegen freue ich mich da auch. Da wird der Yaldi ja mitziehen. Hab ich auch schon sehr ausgefragt, was Aufnahmeprogramme angeht. Und bin froh, auch praktisch so einen neuen Kameraden des Let's Plays an meiner Seite begrüßen zu können. Problem ist halt der Speicherplatz, wo er noch sagte, dass er mal gucken will, da sich ein bisschen aufzustocken. Und ihr seht, ist wieder fleißig Bannerei angesagt hier. Und gar nicht so verkehrt, wobei ich dazu sagen muss, hat man ab und zu, ja, Zeit gab es nämlich mit, brauche ich vielleicht auch für ein Event. Ich weiß nicht, ob es die richtigen Leute trifft, weil ich habe schon öfters jetzt wieder im Forum gelesen, wo sich Leute darüber beschwerten, dass sie gebannt wurden, obwohl sie sich praktisch nicht mit Cheats ins Game eingeloggt haben. Und da kam mir der Gedanke, weil es mir letztens auch passiert ist in Clearview, leider ohne Aufnahme, man ist ein bisschen Clearview unterwegs gewesen. Da gab es eine Stelle, die ich jetzt nicht verraten will. Also ich will hier nicht irgendwie Exploits spoilern oder keine Ahnung was. Wo man praktisch an einem Zaun hochhüpfen konnte. Gegenüber war ein Kissen, wo was drauf lag. Ich praktisch an das Hab und Gut, was auf der Kiste lag, drankommen wollte. Und auf einmal durch den Zaun hoppte. Also praktisch so, wie es eigentlich nicht sein dürfte, nicht sein sollte. Ich auf einmal auf der anderen Seite stand und da frage ich mich echt, okay, durch Zufall einen Exploit benutzt, wenn mich jetzt natürlich einer gesehen hätte, der hätte mich reportet, was ist, wenn ich da gebannt werde? Dann wäre es ja praktisch ein Zufall gewesen, der mich zu einem Bann führte, der praktisch meinen ganzen Account dicht macht. Jetzt ist die Frage, wird der Account irgendwann wieder freigegeben oder das Ganze läuft, habe ich keine Ahnung, auf jeden Fall. Deswegen kommt mir manchmal der Gedanke, sind die Bans, die da unten die ganze Zeit im Chat angezeigt werden, berechtigt? Ich meine, wenn man da so komische Namen sieht, wie der da in der Mitte momentan, okay, könnte man denken, das ist vielleicht ein Account extra zum Hacken, beziehungsweise Cheaten gedacht. Dann wiederum andere Namen, wie zum Beispiel, der ganz unten hier, dieser Dishonored Pi oder Pi 67, könnte ein Spieler wie du und ich sein, der durch Zufall irgendwie ein Glückstreffer landete, hat einfach mal in die Menge geballert und hat einen dadurch durch Zufall gekillt. Mir auch schon passiert, ich habe aus Entfernung auf einen Zombie geschossen und durch Zufall diesen Zombie auch getroffen. Und ja, es sind all solche Sachen. Sehe ich gerade hier die Mülltonne spiegelt. Spiegelt aber irgendwie eine Straße wieder, die hier gar nicht existiert. Ein Spiegeleffekt, der hier eigentlich nicht angebracht wäre. Ja, Tatsache. Also ein bisschen was am Game müsste es noch tun. Hier liegt nichts oben. Ich wollte jetzt einfach mal hier lang gehen, weil ich hier auch schon mal das ein oder andere Loot-Teil gefunden habe. So, auch hier habe ich wieder ab und zu ein paar Lecks, die eigentlich nicht sein sollten.
aber es läuft flüssiger wie sonst immer. So, dann holen wir uns hier noch ein paar EP, weil dann habe ich praktisch bald oben den ersten Tree voll an Skillung und Co. Wo ich noch ein bisschen im Rückstand bin. Es gibt Leute, die hier wirklich fleißig ein EP-Teil nach dem anderen holen. Und dann so Leute wie ich, die nur ab und zu mal zocken. Ihr habt ja gesehen, gerade mal 2 Tage und ein paar gequetschte Gelegenheitszocker, was Rosy angeht. Weil es halt irgendwann noch langweilig wurde. Jetzt momentan haben wir wieder Spaß dran gefunden. Aber nun gut. Ich hoffe, der Spaß bleibt jetzt auch erstmal erhalten. Ja, kommt sogar durchs Fenster. Weil wir waren so ein bisschen deprimiert, nachdem die ganzen Quests andauernd so runterratteten, dass wir irgendwann gesagt haben, nee, komm, jetzt erstmal ein Cut, was das alles angeht. Noch ein Helm. Ja, komm mal her, mein kleiner Polizistenfreund. Werde ich mitnehmen und draußen wieder droppen, damit der Loot-Spot hier frei wird. Wobei das jetzt momentan so eine ganz arge Sache ist, jetzt wieder von einem Let's-Player-Kollegen oder Zocker-Kollegen ein Video gesehen, der genauso Probleme hatte wie wir. Wir sind letztens am Flughafen gewesen, am Airport, und wollten auch eine kleine Loot-Runde machen, weil es da momentan der Loot-Spot schlechthin ist. Und da gibt es das große Problem, dass, Beispiel Helikopter 1, man aus der Ferne halt irgendeinen geilen Loot sieht, man sich da durchkloppt, ein Zombie nach dem anderen halt downhaut und praktisch, wenn man soweit freie Bahn hat, diesen Loot sich gerade zu holen, der Loot vor den Augen, die spawnt. Und das ist echt eine Sache, wo ich sage, muss das sein? Ganz ehrlich, was soll denn der Kack? Erstmal hier alle rechts die Häuser ab. Dann gehen wir mal auf die linke Seite. Ja, weil das darf doch nicht sein. Man freut sich halt auf den Loot, den man da gesehen hat. Im Großen und Ganzen. Und haut wirklich deswegen nur die ganze Bahn da frei und bekommt praktisch einen Arschtritt, indem der Loot da einfach despawnt. Nee, es geht mal gar nicht. Es geht echt gar nicht. Hoffe ich auch, dass das noch gefixt wird jetzt in nächster Zeit. Die Woche, wie gesagt, hatten sie eigentlich angekündigt, keine Fixes drauf zu spielen, weil sie an dem großen Update halt arbeiten. Und dann war das gestern oder vorgestern, wo ich eine kleine Aufnahme machen wollte, um nochmal auf das Thema, würdest du halt empfehlen und bla und hopsasa. Spielempfehlung ist immer schwer. Also ich zocke für euch gerne Games an, wenn ihr irgendwelche kostenlosen Sachen habt. Oder vielleicht auch kostenpflichtige, wo ich gerade sage, das ist mein Budget heute drinne. Könnt ihr mir es gerne mitteilen. Aber Spieleempfehlungen, Geschmäcker sind unterschiedlich. Wenn ich jetzt sage, ja, ich würde es dir empfehlen, weil, dann ist wiederum ein anderer angepisst, weil, hör mal, was erzählst du denn für eine Scheiße? Ist da noch voll fehlerhaft und tra und hopsasa und, ne? Halt all so ein Hin und Her, so ein Heckmeck. Jetzt will ich erstmal kurz den Boonenhut droppen. Und hier werde ich das Magazin rausholen. Da fühlt sich ein anderer auf den Stips getreten. Deswegen bleibe ich, was das angeht, auch weiterhin ganz neutral. Weil jeder soll sich sein eigenes Urteil bilden. Deswegen machen wir Let's Player das Jahr, um euch praktisch zu zeigen, was euch in nächster Zeit erwartet. Was wurde gemacht? Wie ist dieses Spiel? Deswegen zeigen wir auch Ingame-Szenen, damit ihr euch praktisch so ein eigenes Urteil daraus bilden könnt. Und nicht wie im Radio, wie erzählen. Und es hört sich alles top an, man holt sich das Game und wird dann bitte nicht enttäuscht. Deswegen machen wir die ganze Show hier auf YouTube. Und ja, es kommt ja auch gut an. Und deswegen wird das Ganze von den Publishern halt auch geduldet, weil die Verkaufszahlen von Spielen halt extrem seit den Let's Plays explodiert sind. Ah, jetzt ist hier was drin, ne? Das ist Runde 2. Und deswegen wird das geduldet. Wenn die liebe GEMA da nicht wieder Striche durchmacht, haben wir ja jetzt auch schon gehabt. Ich erinnere nur an Borderlands 2, wo man
sich praktisch das Video angucken kann, aber nicht wirklich Werbung gespielt sieht da unten. Und das ist oder hat den Hintergrund. Ich wollte das Intro laufen lassen, schön mit Intro-Musik und bla und hopsasa, lief auch alles wunderbar und dann bekam ich auf einmal eine Nachricht, ich habe Urheberrechte verletzt, weil Künstler XYZ gehört das Lied, die haben es gemacht und ich werde jetzt praktisch darauf hingewiesen, ne? Vielen Dank an die GEMA, nur deswegen und bla und hopsasa, dass das Video zwar weiter auf YouTube existiert, aber ich keine Werbung darunter schalten darf. Und naja, ich meine, das Video ist zwar noch da, aber nicht so wie es sollte. Deswegen gehe ich jetzt meist auch immer hin in Videos und setze den Sound so gut es geht runter. Hier, Schlagsounds und so weiter, alles super okay. Benutze meine eigenen Let's Player-Titel, ne, wo ich ja auch den Link jedes Mal drunter setze, sind kostenlos, braucht man keine GEMA-Rechte und fertig aus. Nur deswegen. Aber nun gut. Schokoriegel. Also eine Koga 22 Rifle bzw. ein Koga 22 Gewehr haben wir bis jetzt gefunden. Ich habe jetzt nochmal eine Runde gemacht, weil ich des Öfteren schon im Postamt, Post Office, ganz vorne richtig geile Sachen rausgezogen habe. Hier so ein Kompaktfernrohr zum Beispiel oder Gewehrlampen und sowas. Deswegen wollte ich halt hier heute so eine kleine Rocky Ford Runde machen. Was liegt denn hier auf dem Sitz? Instant Haferbrei. Und mal schauen, was man da im Allgemeinen so rausbekommt. Hier in der Mülltonne ist nichts. Den Freund da vorne holen wir uns noch. Wird ja auch langsam dunkel. Nutzen wir so weit es geht noch das Tageslicht aus. Und sobald es denn doch anfängt zu dämmern, wo man. Oh, ein Hammer. Habe ich auch schon lange nicht mehr gefunden. Würde ich sagen, machen wir uns zurück auf in die Safe Zone. Ja, aus welcher Richtung kommst du? Von da. Und lassen es denn hier bleiben. Geld kann man immer gut gebrauchen. Auch wenn es nur kleine Beträge sind. Aber auch das läppert sich, dass man irgendwann sagen kann. Okay, es ist hier irgendwas im Haus gewesen, dass man irgendwann sagen kann, ich hole mir jetzt was davon. Vieles leider immer noch nur für GC zu kaufen. Ich meine, da ja, gehen auch die Meinungen wieder auseinander. Der eine sagt, es ist Pay to Win. Größtenteils kann man es so sehen. Ich finde, ein bisschen was an Abänderungen sollten sie da noch schaffen, sodass man praktisch nicht nur für GC hier ein Magazin XYZ kaufen kann, sondern auch für teuer Ingame-Dollar. Teils ist es so, teils nicht. Sehr schade, was das angeht. Aber nun gut. So, Schokoriegel. Nochmal hier ins Haus rein. Wir haben noch eine Tüte Chips. Da draußen liegt noch ein Baseballschläger. Muss das gleich auch noch holen, weil wie gesagt, Lootspots auf jeden Fall freimachen. So, lass mal gucken. Ja, jetzt ist wie gesagt mein Urlaub wieder vorbei. Wir haben noch ein paar Folgen Warzy aus unserem Let's Play Together, die ich auch noch weiterhin reinstellen werde. Aber Aufnahmen selber, entweder tagsüber eine ganz kurze Zeit, ein, zwei Folgen, mal schauen, oder aber wirklich nur am Wochenende. Lässt meine Zeit momentan halt einfach nicht anders zu. Deswegen gehe ich ja meistens mal hin, wenn ich Urlaub habe, und hau rein, was ich aufnehmen kann, stundenlang, und ein bisschen Vorproduktion zu haben. Specials kam jetzt längere Zeit nichts mehr bei Warzy, aber das hat den Hintergrund, wie gesagt, dass nicht wirklich Updates rauskamen, die interessant sind zu erwähnen, weil Ingame Voice, gut, es ist ein Update, aber nicht wirklich erwähnenswert. Deswegen hätte ich mir anderes da lieber gewünscht. So, auf jeden Fall. Dosensuppe könnte ich auch noch mal. Wieder ein bisschen Heals.
Sollten in nächster Zeit größere Updates kommen oder auch häufiger Updates kommen, wird daraus wieder ein Special gemacht. Wollte schon sagen, da kommt jemand. Und auch direkt in YouTube hochgeladen. Sind hier immer nur ein paar Minuten Folgen. Da passt das Ganze schon. So, und was mir jetzt gerade auffällt, ist, die haben den Timer vom Redrop hier auf jeden Fall höher gesetzt. Wir haben eben die Runde außen gemacht. Da ist wohl mehr Zeit vergangen als wie jetzt hier bei der kleinen Innenstadtrunde. Ja, da ist ein Polizist, den nehmen wir natürlich noch mit. Na komm. Geschenkt DP halt. Okay, hier haben wir teils noch Wasserflasche. Könnte aber. Ja, das ist unterschiedlich wie den Redrop-Zeiten. Das haben wir auch letzt in Clearview festgestellt. Eine Runde gemacht, hatte ich alles leer gelootet. Und ich kam kurz darauf hinterher. Und alles lag wieder voll. Aber teils an anderen Stellen. Das ist unterschiedlich. Es könnte natürlich jetzt sein, dass in dieser Runde das Postamt leer ist. Und dafür aber das Haus, was beim letzten Mal leer gewesen ist, voll steht. Also ein ganz komisches Loot-System, wobei ich das gar nicht so verkehrt finde, dass man nicht wirklich feste Loot-Spots hat, sondern es random ist. Wir haben zum Beispiel auch schon erlebt, dass irgendwo mitten in der Pampa hier auf der Straße einfach mal irgendwas liegt, was normalerweise nicht der Fall ist. Ja, wo Mampf noch einer? Ich gehe davon aus, dass der hier in der Mall ist. Da ist noch einer an der Ecke. So, und ich würde sagen, diese Runde machen wir jetzt noch, schließen wir ab und dann geht's wieder Richtung. Oh, $1000, sehr nice. Geht's wieder Richtung Safe Zone. Bleiben wir bei der kleinen Rocky-Fort-Runde und ich hoffe auch im Großen und Ganzen, dass ich mit diesem Let's Play einiges klären konnte. Ja, wir sind momentan auch ganz fleißig auf dem Minecraft-Server dran. Da werde ich auch demnächst mal wieder eine Aufnahme machen, um zu zeigen, was wir da alles gemacht und getan haben. Wir sind ja momentan dabei, einiges an Items zusammenzukratzen für unsere erste gemeinsame kleine Adventure-Runde, wo wir praktisch ein bisschen Gegner killen können, Gegend erkunden, ja, kann man so sagen. Weiterhin ist bei uns immer noch so, dass wir die Adminrechte nicht ausnutzen. Jedes Gebäude, jedes kleine Fitzelchen an Gimmicks und Co. ist alles per Hand erstanden, nicht ercheatet oder was weiß ich nicht was. Taktisches Einsatzschild, geil. Werden wir auch in nächster Zeit brauchen. Da haben wir auch noch was vorbereitet und beziehungsweise rausgefunden. War ich nicht stehen geblieben? Genau, dass wir. Ist das mein Kruger 22 Gewehr? Jo. Immer noch hier. Wo wir sagen. Oh, wo kommt der denn her? Ich bin immer noch der Meinung, es ist einfach besser so, weil Sachen, die man praktisch mit Schweiß und Mühe in die Welt gesetzt hat, da hängt mehr dran als wie etwas, was man sich so von jetzt auf gleich ercheaten kann. So ist das langweilige Terraforming auf jeden Fall irgendwann seine Erwähnung wert, weil man einfach sieht, was man da gemacht hat und ja, all solche Sachen halt. Und das Einzige, wofür ich meine Adminrechte momentan benutze, ist, letztes Mal hatte ich einen extrem Verlauf, den habe ich zu mir teleportiert, hat mich darum gebeten. Ist wiederum eine andere Sache, wenn mich einer darum bittet, okay, mache ich das Ganze, komme ich gern nach. Aber ansonsten wird nicht teleportiert, gemacht oder getan. Genauso wie das Fliegen, um Sachen zu zeigen. Ist etwas, wo ich sage, okay, ne, für Let's Play auf jeden Fall. Aber ansonsten ein No-Go, was Ingame angeht. Weil ich von der Luft mehr Überblick besitze als am Boden. Und das nimmt das ganze interessante Adventure-Feeling, beziehungsweise
Na, komm her. Na, wie sagt man dazu? Das ganze dramatische Spannung, wie auch immer, halt raus. Und das will ich nicht. Also, ich spiele ums Spiel, um das alles miterleben zu können. Und nicht von jetzt auf gleich mir alles ercheaten zu können. Und dann zu sagen, hört mal, ich habe hier das und das gebaut und super geil, ich bin der Beste, der Größte. Ja, super, cheaten kann jeder. Da kann ich von jetzt einen Panzer haben, mit dem ich über alles drüber fahren kann, als nachher zu sagen, ich habe mir das hart erkämpft, habe mich durch Horden von Punkt, Punkt, Punkt durchgeschlagen, nur um jetzt an diesen Punkt zu gelangen, wo ich jetzt gerade bin. Naja, das ist nicht meine Welt, auf keinen Fall. Und deswegen halten wir das in Minecraft auch so. Wie gesagt, wenn mich einer drum bittet, kannst du mich mal teleportieren, dann mache ich das. Ansonsten nur um Sachen zu zeigen, nicht um Items zu ercheaten, weil da einfach mehr dran hängt, sagen zu können, ich habe mir die ganzen Sachen mühevoll zusammen gecraftet, gefarmt, gemacht und getan. Habe ich letztens, was mir eigentlich sehr, sehr schwer fiel, mich mal auf die ganzen Tränke eingelassen. Eine interessante Sache, so schwer scheint das Ganze gar nicht zu sein. Hat die ganzen Wiki-Seiten für Minecraft, wo alles beschrieben ist, wie man Trank XYZ macht. Und es geht eigentlich, wenn man die ganzen Zutaten zusammen hat, ist das gar nicht so schwer. Muss sich halt nur intensiv mit beschäftigen. So gibt es auch noch andere Special-Sachen wie das Leuchtfeuer, wo ich aber auch noch nicht wirklich schlau draus geworden bin. Das kann man irgendwie auf einem Untergrund von Gold oder Diamant, Blöcken und Co. halt stellen und kriegt so eine Art Buff, der so und so viel Meter im Umkreis halt dich versorgt oder für dich zur Verfügung steht. Wie das Ganze da funktioniert, weiß ich nicht. Wobei, für die paar Meter weiß ich, ob das interessant ist. Vielleicht, wenn man irgendeinen Boss macht, sich die ganzen Items-Blöcke da mitnimmt, sagt, ich stelle mir jetzt hier das Leuchtfeuer auf und habe einen zusätzlichen Heals-Buff oder was weiß ich nicht was. Da müsste man mal gucken. Aber ansonsten, naja. Jetzt bin ich die ganze Zeit über Minecraft dran, obwohl ich hier WoW eigentlich zocke. So. Komm her, sei den Kopf kürzer. Und WoW, wie gesagt, wir warten drauf, dass das große, fette Update endlich kommt, was sie angekündigt haben. Und hoffen nicht, dass es nur das verwucherte kleine Update ist, was sie mal groß angepriesen haben für Ende Mai, sondern etwas mehr wie Fahrzeuge und Co., wo viele, viele drauf warten und endlich mal eine Art Punkbuster, wo den Cheatern noch mehr das Handwerk gelegt wird wie jetzt. Diese Option, die jetzt hier existiert, ist zwar sehr, sehr geil und sehr nice, dass die groß angeprangert werden auf allen Servern. Man sieht hier, ja, den haben wir doch letzt gesehen, der cheatet rum, aber da wartet man sich einfach mehr. Viel, viel mehr. Ja, und das ist auch, warum viele, viele Spieler immer noch gefrustet sind, dass weiterhin das Cheating hier groß geschrieben werden kann, darf, wie auch immer. Obwohl es da eigentlich anders machbar wäre. Und die Olle lasse ich mal stehen, weil hier irgendwo ist noch eine. Ja, da ist eine. Mal kurz in den Mülltonnen. Die jetzt reinkommen, okay. Ach ne, die kommt sogar direkt. Okay, die ist down. Muss nur aufpassen, weil es könnte auch sein, dass hier welche in den Häusern sind. Aber das Haus scheint auch wieder leer zu sein. Ah, hier. Zeitkapsel, wie gesagt, nehme ich mit. Da könnte man auch ein cooles Event draus machen, wenn man zu mehreren unterwegs ist. Also wir haben da einiges vorbereitet. Hapert momentan halt nur noch an der Umsetzung und ihr dürft auf jeden Fall noch gespannt sein und euch drauf freuen für Sachen, die hier in WoW geplant werden können. Also da freue ich mich auch schon drauf. Wir haben schon grob mal überlegt, wie man das machen könnte und also machbar ist es mit den Ingame-Items sowieso. Nur halt von der technischen Ausführung her noch nicht so,
Aber da hoffen wir, dass wir bald auch ein bisschen Änderungen schaffen können. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ne, wie zum Beispiel Bild in Bild ist dafür auf jeden Fall wichtig für eins der Events. Und das andere auch auf jeden Fall. Und da gucken wir dann mal. So. Wäre schön auf jeden Fall, wenn wir irgendwann noch mal zu zweit noch eine kleine Loot-Runde machen. Für Rucksäcke, Waffen und Co. Munition. Weil ich denke, für das ein oder andere Event, was wir da angesprochen haben, wäre das gar nicht so verkehrt. Es sind auf jeden Fall Regeln, die wir da aufstellen. Was man praktisch darf, was man mitnehmen darf und was halt nicht, damit die Chancen halt gleich verteilt sind und nicht einer bevorzugt ist und praktisch den anderen alt aussehen lässt. Also so ist das Ganze nicht geplant, sondern wirklich so, dass gleiche Chancen gegeben sind und man daraus schöne Sachen machen kann auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, jetzt auf den Rückweg zur Safe Zone sollte halt eine kleine Loot- und EP-Runde werden. Ich denke nicht, das ist jetzt die Welt gewesen, die mir fehlt an EP, aber immerhin ein bisschen. Code haben wir ein bisschen was rangeholt und ja, so konnte ich auch ein bisschen mal aus dem Nähkästchen labern, was eigentlich dafür angedacht war, jetzt gestern über die Nacht, beziehungsweise heute über die Nacht zu machen. Aber kam dann doch ein bisschen anders und ich wollte das Ganze jetzt nicht mehr vorwegschieben. So dass ich mir dachte, komm, dann ziehst du halt allein los und oh, machst du mal so ein kleines Let's Talk draus und gibst ein bisschen Informationen weiter. Ja, sehr gespannt, was jetzt mit dem nächsten Update kommt, weil je nachdem, was es ist, könnte man das in die Projekte, die wir uns praktisch vorher ausgedacht haben, mit einfließen lassen und ja, vielleicht sind die Möglichkeiten sogar noch größer, noch weitere Events rauszumachen, die vorher nicht möglich waren. Schauen wir mal. Wie gesagt, angedacht war ja sowas wie mit Fahrzeugen, größere Karte und Co. Da könnte man dann auf jeden Fall wieder ein paar Folgen aufnehmen, um die Karten erstens zu erkunden, damit man weiß, wo man ist, was man zu erwarten hat und könnte das dann in Events einfließen lassen. Oder aber, wenn es jetzt wirklich nur das Verwucherungs-Update ist, sich das mal anzugucken, die Eindrücke fließen lassen und dann zu sagen, okay, es ist die alte Karte, da kennen wir uns drauf aus. Könnte es sein, dass nach der Verwucherung es ein bisschen schwerer ist, da müssen wir unsere Ideen halt ein bisschen abändern, aber auch das dürfte nicht, denke ich mal, das große Problem werden. Ja, aber schon sehr, sehr nice. Was ich dazu sagen muss, die ein oder andere Idee gab es zwar schon von verschiedenen Let's Playern, aber nicht in der Ausführung, wie wir es halt vorhaben. So, und dann wiederum gibt es Ideen, die so noch gar nicht irgendwie gemacht wurden. Und die Gegebenheiten einfach schon in-game implantiert sind, um sowas halt auf die Beine stellen zu können. Und das ist sehr schade, weil die Vielfalt seht ihr selber für dieses Game sind halt gegeben. Es hapert praktisch nur teils an der Ausführung. So, und wenn man kein Questgiver hat im Allgemeinen hier in-game, muss man sich praktisch halt selbst Content bzw. ja, Content erschaffen oder Quests halt machen oder tun und tja, das haben wir dann somit gemacht, ne? Wobei bei dem einen Event, das wird eigentlich ganz lustig, bis ich überlege. Oh doch, ich will nicht so viel verraten, das wäre schon Spoilern. Es soll ja nicht wirklich die Überraschung nehmen. Aber wie gesagt, das Bild im Bild ist für diese Sache auf jeden Fall wichtig, dass man. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, mich als Hauptcharakter hier unten laufen hat und oben rechts als Beispiel. Die anderen Leute halt hat, die daran teilhaben, beziehungsweise zum Projekt beitragen und sieht, was die halt nebenher machen. Und es praktisch auch immer im Auge ist für die Let's Player, was die gerade tun. Praktisch alles in Echtzeit,
alle mit gleichen Chancen, Gegebenheiten, nur andere Wege und Punkt und Tra und Hopsasa. Naja, aber wie gesagt, das ist alles noch in Arbeit. Gespoilert werden soll da gar nichts. Aber es sollte von meiner Seite schon mal angekündigt werden. So, jetzt werden wir mal gerade unser Inventar ein bisschen leeren. Uns vollfressen, so gut es geht. So, da sind wir voll. Nochmal das, dann sind wir wieder komplett voll. Dann leeren wir mal unser Inventar. Kuga 22, den Hammer. Das hier kann weg. Sonst noch was da unten? Nein. Gemlight werden für zukünftige Vorhaben auch gebraucht. So, hiervon können ein paar weg. Medis habe ich jetzt gar nicht gefunden, ne? In den drei Runs, die wir gemacht haben. Sehr schade. Da ist mir auch aufgefallen, dass das immer weniger geworden ist. An Medis, was man so im Allgemeinen findet. So, zwei Bandages. Gut, liebe Leute. Ich habe das übrigens rausgefunden. Ich meine, es wurde zwar öfters angekündigt, aber wusste es noch nicht wirklich, dass man teils die Waffen stapeln kann. Ja, wenn man hier zum Beispiel Brand New Ammo hat, die beiden könnte man zum Beispiel stapeln. Ich muss mal gucken, hat es getan. Siehst du? Na, und dann, wenn jetzt zum Beispiel eine Waffe ein Magazin drin hat, die andere aber nicht, dann könnten die nicht gestapelt werden. Und der hat zum Beispiel No Ammo, der hat Ammo, die könnten nicht gestapelt werden. Ja, Magazine haben wir rausgefunden, dass wir die stapeln kann. Wobei es mich jetzt gerade wieder wundert, dass es nicht auf diesen Stapel da oben gesetzt wird. Aber na gut, soll das halt so sein. Und die Schlagwaffen kann man alles stapeln. So habe ich es ein bisschen übersichtlicher. Und ja, ich habe auch gesehen, man kann jetzt teilweise hier die Katana finden und sowas. Letztes Mal, der Yaldi hat zwei Stück gefunden. Richtig nice, das Ganze. Habe ich gar nicht gewusst. Aber wie gesagt, alles kann man jetzt stacken hier. Und jo. Das haben wir übrigens beim letzten Mal gefunden. Hier so ein Cobra, Pistolenlampe, Gewehrlampe, Pistolenstein, von denen hat der Yaldi mir gekauft. Vorderer Handgriff und. Also das haben wir alles hier in-game gefunden, außer den Schalldämpfer hier. Aber der Rest, alles hier in-game gefunden. Sehr, sehr nice. Gut, Freunde. Ich würde sagen, belassen wir es dabei. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. Wisst Bescheid, was er noch so auf euch wartet. Und was ihr noch vom guten Romiat und den Yaldia zu erwarten habt. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich drauf freuen. Bedankt mich bei euch und sagt dann ciao, ciao und bis bald, bis es wieder heißt Romiat Let's Play. Ciao!